das. Zeig, was du so drauf hast. Tun wir so, als hätte ich nichts gesagt? Achso, alles? Du hast es geschafft. Bis hierher. Hier, das Gegenmittel. Genug für alle. Und dieses Mal funktioniert es. Es muss einfach. Hoffen wir es. Ach, das sticht. Wie hast du das gemacht? Es funktioniert. Das ist echt gut. Okay, alle für die Impfung aufstellen. Dieser Roboter. Gwen muss ihn geschickt haben. Das heißt, sie lebt. Mit Sicherheit lebt sie noch. Ja, das hat ganz schön Energie gekostet. Also ich bin mir jetzt nicht mehr so... Ach, da sind wir hergekommen. Das war natürlich jetzt sehr intelligent. Ja, natürlich falsch. Stimmt, da sind wir hergekommen. Ja, vom Wasser runter. Also kann ich da nicht drauf schauen. Machen wir da mal ein schönes Foto von. Ja. Aber das schien auch nicht
Ach, ich Idiot. Ich bin so ein Idiot, ne? Und dass wir das mal gemacht haben. Muss ich hier etwa nach unten? Vorstellen, oder? Also ich schätze mal, dass wir jetzt wohl Gwen suchen müssen, oder nicht? Oder wie sehe ich das hier? Gwen? Alles ist gut. Ich bin jetzt da. Mit dem Gegenmittel. Es funktioniert. Gwen? Gwen? Nein. Nein, tu das nicht. Du bist sicher. Ich habe doch alles getan, dich zu retten. Du musst für mich durchhalten. Gwen! Gwen, du musst für mich kämpfen. Du musst kämpfen! Ja, pass ein bisschen an die Hupen. Was hat schon? Gwen! Du weißt, dass du die eine warst. Seit ich dich zum ersten Mal sah. Du hast alles so einfach aussehen lassen. Ich wollte einfach nur bei dir sein. Auch als ich versprochen habe, es nicht zu tun. Ich wollte dich einfach lieben. Ohne dich bin ich nichts, Gwen. Peter Parker. Das ist das Schmalzigste, was ich je gehört habe. Gwen! Ja. Du bist am Leben. Und es geht mir viel besser. Das Gegenmittel wirkt. Und ob. Peter, ist alles okay? Ob du okay bist, ist wichtiger. Es wird schon besser. Gut. Ist eigentlich jeder Tag bei Oscorp so? Ich kann nicht glauben, dass du diesen Roboter umprogrammieren konntest. Die neuen Modelle haben dich trotzdem angegriffen. Sie laufen sicher mit einem anderen Protokoll. Das geht vermutlich auf die Kappe von Smythe. Er hatte genug Roboter, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Hat jemand die Situation wirklich unter Kontrolle? Wo ist Smythe jetzt? Er ist weg, seit er den S02 geschickt hat. Der Schlangenroboter, der dich töten sollte. Oscorp bewertet seine Leistungen wohl neu. Glaubst du, wir könnten uns in das Computersystem hacken und die restlichen Roboter abschalten? Alistair Smythe hat die Codes selbst erstellt. Unwahrscheinlich. Warum bin ich nicht überrascht? Gut. Ruh dich aus. Wir verschwinden bald von hier. So. Er lädt sich einen Wolf. Kleine Warnung, Gwen. Drinnen mit dem Netz zu schwingen ist was anderes als draußen. Also halt dich fest, dann sind wir bald bei mir. Peter, mir geht's gut. Gwen, du warst fast tot. Du brauchst... Wir haben keine Zeit. Wir müssen erst einiges in Ordnung bringen. Du meinst zwischen uns? Nein, Pete. Du hast genug zu tun.
Und es weiß immer noch niemand, was hier wirklich passiert ist. Alle glauben, du bist der Böse. Wie oft werden wir uns wohl noch trennen? Ich kenne bei der Polizei ein paar Freunde meines Vaters. Sie werden mir zuhören. Versprich mir nur eins. Wenn du dich... Pete, es geht mir gut. Dank dir. Jetzt geh. Es hat funktioniert. Ich fasse es nicht. Ich muss Connors sagen, dass Gwen gerettet ist. Sichtung eines weiteren Infizierten. Sieht nicht besonders groß aus, aber es hat eine Art Stachel am Schwanz. Klingt so ganz nach unserem guten alten Freund Scorp. Ach, das müssen wir jetzt wohl zuerst machen, bevor wir... Tja, und bevor wir uns jetzt um unseren guten alten Bekannten, den Scorp, kümmern, machen wir erstmal eine kleine Pause. Rat mal, wie spät es ist, Spider-Man. Zeit zum Loslegen. Genau. Ich habe eine neue geheime Einrichtung gefunden. Bin ich die beste Reporterin des Planeten, oder was? Du musst nicht antworten. Ach ja, gern geschehen. Ja, danke, Miss Chang. Ich hol mir ein Upgrade. Ich hoffe nur, ich kriege keine Einschusslochbelüftung. Naja, wollen wir uns da mal kurz angucken, wo das ist. Da ist das ja direkt in der Nähe vom Scorp. Scorp, das ist da. Ja, könnten wir auch zuerst machen, bevor wir uns den Scorp widmen. Machen wir da zuerst. Wir haben hier eine 480, Fahrerflucht. Over. Die laufen nicht weg. Naja, wollen wir uns Oskorps geheimes Labor mal angucken. Was hatte ich erwartet? Ein Rudel Bibliothekarinnen? Im Schatten bleiben. Anders geht es nicht. Du bleibst wohl besser da. Im Weg, Kumpel.
aber ich weiß, dass du da bist. Wo bist du, mein Freund? Sieht du besser aus. Netter Abgang. Wo bist du jetzt? Ach, der eine ganze Menge. Ich sehe dich nicht, aber ich weiß, dass du da bist. Du bist raus. Ich habe den Sichtkontakt verloren. Da. Wirklich tapfer, starker Mann. Versteck dich ruhig weiter. Wo bist du, mein Freund? Immer auf dein Köpfchen. Steck dich ruhig weiter. Hast du ein Leitzeug dabei? Beeindruckend. Wo bist du, mein Freund? Weiter mit dir! Ich vernachlässige meinen Nebenjob als unbezahlter Fotograf. Konzentrier dich, die Zeit ist knapp. Und weiter im Text. Das ist schwerer als Kopfstreicheln und Bauchrubbeln gleichzeitig. Beeilung, Spidey, Beeilung! Fast geschafft.
schon. Wen haben wir denn jetzt noch nicht? Jetzt muss ich mich selber noch konzentrieren. Hier. Was gibt's denn jetzt? Hoffen wir, dass diese Sache zu etwas Gutem führt. Yeah! Wir hatten einen vergessen, der stand nur in der Ecke, haben aber Glück gehabt. Oh, das spart mir einiges an Reinigungskosten. Säure geht so schwer raus. So, hätten wir das auch geschafft. So, bevor wir uns jetzt aber Scorp widmen, machen wir erstmal eine Pause.